Hey Cuties, herzlich willkommen. Sag mal, findet ihr die Karte auch manchmal ziemlich verwirrend? Dann bleibt jetzt dran. Ach, und ich habe noch eine große Bitte an euch. Wenn euch meine Videos gefallen, dann bitte, bitte, bitte abonniert und teilt. Weil abonnieren tut nicht weh, ich verspreche es euch. Aber mir würde es total helfen. Vielen lieben Dank. Und jetzt zur Karte im Detail. So, lass uns die Karte mal im Detail anschauen. Öffnen könnte sie über M oder Karten und Transport im Menü und hier Reiter Karte. Beide Wege führen zur Karte. Dann würde ich sagen, erstmal Blick hier in die obere linke Ecke. Ja, dann sehen wir hier oben so das Land, in dem wir uns gerade befinden, das eines der Länder Eosiers. Wir sind jetzt nämlich in Lanusthea. Und wenn ich auf Lanusthea mal draufklicke, dann geht hier eine Übersicht auf von anderen Ländern Eosiers. Je nachdem, was ihr schon freigespielt habt, könnt ihr dann hier sehen. Ich bleibe jetzt hier mal in Lanusthea und wechsle jetzt einfach den Ausschnitt. Jetzt seht ihr mal das ganze Gebiet. Wir sind hier in Limsa Luminsa und das sind jetzt die ganzen Untergebiete, die einzelnen Regionen von Lanusthea. Die sind auch nochmal hier aufgelistet. Da könnt ihr dann auch hier mit diesem kleinen hellgrauen Balken nochmal scrollen. Wir schauen uns jetzt mal das untere Deck an. Ja, was seht ihr eigentlich im Detail auf der Karte? Wir haben hier zum Beispiel die Haupt- und Reise-Ätheriten, den Stadt-Ätheriten. Also wenn ihr von außerhalb in eine Hauptstadt springen wollt, dann könnt ihr nur an den Haupt-Ätheriten springen, nicht an die kleinen Stadt-Ätheriten. Das ist ein kleiner Stadt-Ätherit. Wenn Punkte, zum Beispiel wie hier, westliche Handelsstraße, so eine kleine rote Nadel haben, dann sind das interessante Punkte. Da sollte man mal vorbeigehen. Also auch außerhalb Points of Interest, wenn ihr zum Beispiel Gebiete erkundet und das alles mitnehmen wollt, schaut mal immer bei diesen roten Stecknadeln vorbei. Da sind immer Points of Interest dahinter. Was interessant ist, eine der ersten Anlaufstellen ist die Abenteuergilde, hier mit diesem Kelch gekennzeichnet. Und da befinden sich eigentlich auch immer in der Nähe die Gästezimmer, die ihr im Laufe eurer Hauptstory freispielt. Gute Möglichkeit, um sich auszulocken. Und wo ein Gästezimmer ist, ist auch ein Lehrer, gekennzeichnet hier mit diesem kleinen Sprout-Icon. Und dicht gefolgt vom Reparateur. So sehen die Sachen schon mal aus. Ja, und dann haben wir hier in dem Bereich die staatliche Gesellschaft. In diesem Fall ist es in Limsa Luminsa das Malstromflottenkommando. Und die haben immer auch ihre Jagdbretter. Also da, wo ihr Jagdaufträge mit annehmen könnt. Das ist hier. Und meistens findet ihr in dem Bereich, oder was heißt meistens, also in diesem Bereich findet ihr dann auch noch die Truhe eurer freien Gesellschaft, wenn ihr einer angehört. Ja, und weil wir eines der tollsten und vielschichtigen und umfangreichsten MMOs überhaupt spielen, spielt natürlich auch durchaus manchmal das Wetter eine Rolle. Und die Wetterstation findet ihr bei diesem Symbol. Das ist die Meteorologin in diesem Fall. Da könnt ihr vorbeigehen und mal gucken und fragen, wie das Wetter denn so ist und wie es denn so werden wird.
Also wie es ist, seht ihr ja mal an der Minimap. Aber was denn so als nächstes kommt, das weiß die Meteorologin. Ja, und gleich daneben ist der reisende Mokri. Der reisende Mokri wird dann interessant, wenn ihr irgendwelche Special Events, also allergische Steine, also ungewöhnliche allergische Steine eintauschen wollt gegen saisonale, manchmal relativ coole Gegenstände. Das hier beim reisenden Mokri. Hier in Goldton gehaltene Ausrufezeichen sind meistens irgendwelche Nebenquests, die wie alle Quests eigentlich immer ziemlich cool sind. Also auch die kleinen Nebenquests neben eurer Hauptstory bergen manchmal wahre Schätze und man sollte echt so viel machen, wie geht, ja, weil man entdeckt auch immer wieder tolle Sachen zur Story dazu oder eben nebenstorymäßig. Richtig schöne Sache. Wenn ihr solche blauen Quests seht, dann können sich zwei unterschiedliche Geschichten dahinter verbergen. Einmal, wie in diesem Fall jetzt hier, ist es der Anfang einer neuen Jobline. In dem Fall ist es die Gilde der Marodeure, die uns natürlich cashen wollen und uns einen neuen Job aufs Auge drücken wollen. Was sich aber auch hinter solchen blauen Quest-Zeichen verbinden kann, ist ein wichtiger Nebenstrang zur MSQ. Jeweils in dem Add-on, wo ihr euch gerade befindet, was noch ein bisschen tiefer in die Story reingeht und euch weitere Features von diesem Add-on dann freischaltet. Kann auch dann durchaus für den Endcontent wichtig werden. Also schaut euch die mal an, guckt, was ihr da gebrauchen könnt und was ihr auch wirklich mal. Manchmal gibt es auch den Hinweis dazu, dass das und das abgeschlossen werden muss, um dann in der MSQ dann weiterzukommen. Also die nicht ganz links liegen lassen, sondern sagen, weil die Aure hat ja mal in einem anderen Video gesagt, immer nur der MSQ und der Jobquest, ja, das ist auch, aber es gibt jetzt eine kleine Erweiterung. Filtert mal ein bisschen diese blauen Quests, je nach Addon, wo ihr gerade euch befindet, können die auch eine Rolle spielen und wichtig sein für das Weiterkommen im Hauptszenario. Dann haben wir hier den Marktbereich. Da sehen wir dann zum Beispiel das Marktbrett. Hier könnt ihr durchstöbern, aber auch kaufen. Und wo ein Marktbrett ist, ist eine Gehilfenklingel oder Krämerklingel nicht weit. Und um eure Krämer und Gehilfen anständig auf Spur zu halten, gibt es hier den Gehilfenschalter. Hier könnt ihr erstens mal eure Gehilfen anheuern. Ja, alles, was um die Gehilfen so wichtig ist, wird euch am Gehilfenschalter nahegebracht. Die FG-Gesellschaftsruhe habe ich schon erwähnt. Reparatur hatten wir. Was ist hier noch, ist der Materia-Einsetzer. Wenn ihr noch nicht so weit im Crafting seid, also noch keinen Handwerker auf mindestens 70 habt, dann seid ihr auf diese Materia-Einsetzer. Materia ist, um jetzt mal ganz grob zu sagen, ist das Zeug, mit dem ihr euch ein bisschen pimpen könnt, was ihr zusätzlich in eure Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Klamotten einsetzen könnt. Den braucht ihr, um erstmal die Materia einsetzen zu können, wenn ihr selber auf Crafting-Level, also auf Handwerksniveau, noch nicht selber dazu in der Lage seid. Das erübrigt sich dann, wenn ihr einen großen Handwerker habt. Händler verbirgen sich immer hinter diesen Sacksymbolen. Ja, und wenn ihr dann ein Sacksymbol mit einem Kreislaufzeichen seht, dann sind das die Händler für Sammelstücke. Hier könnt ihr eure Sammelstücke abgeben. Dann haben wir dann die unterschiedlichen Gilden, entweder für eure Jobs im Kampfbereich, jetzt zum Beispiel hier ist die Gladiator-Gilde, oder im Sammeln und Craften, Minenarbeiter-Gilde. Die sind immer so gekennzeichnet mit ihren jeweiligen Symbolen. Hier die Weber. Genau. Und so findet ihr die, könnt dann gucken, Mensch, was ist hier der nächste, und dann könnt ihr mit euren Stadt-Iteriten da auch dann hinhüpfen, ne? Zur Weber-Gilde, die hat auch einen eigenen Iteriten. Und zack, de flack, seid ihr ganz schnell da.
wie könnt ihr noch mit der Karte arbeiten? In dem Fall seht ihr jetzt hier, ich kann hier eine Quest entweder abgeben oder zumindest weiterverfolgen. Und sie gibt mir einen Hinweis darauf, wo ich hin muss, um dorthin zu kommen. In dem Fall muss ich jetzt nach Kugane und ich kann hier über den Fähranleger kann ich dorthin reisen. Deswegen wird mir das hier angezeigt und dieser rote Pfeil verrät uns, hier geht's weiter. In dem Fall auch sagt es uns auch wohin. Westliches Tanalan und Alt-Chalayan. Da auch so ein bisschen immer Hinweise, wie geht's weiter. Wir sind jetzt hier unteres Deck und hier können wir über Treppen nach oben laufen. Eine andere Möglichkeit ist, wir nehmen einen Lift. Da sieht man auch dieses Türsymbol, der Krähenlift. Da geht's auch nach oben. Dann haben wir Luftschiff-Landeplatz. Da gehen die Luftschiffe los, dann in die unterschiedlichen Regionen, die ihr schon freigeschalten habt, wo ihr natürlich schon wart. Das ist immer Voraussetzung. Also ihr könnt nur dahin reisen, wo ihr schon euch harmonisiert habt, wo ihr das schon freigespielt habt. Ja, und dann seht ihr hier, haben wir diese kleinen grünen Dreiecke und die findet ihr überall an Kartenrändern, da wo es ein anderes Areal steht. Und da steht dann auch, wenn man da in der Nähe ist mit dem Cursor, benachbartes Areal. Und da könnt ihr reinklicken und tschack, dann zeigt es euch, wo ihr da rauskommt. Ihr kommt nämlich dann hier, whoop, wurde uns auch hier angezeigt, zentrales Lanuscea. Und dann seht ihr, jetzt bin ich da. Könnt auch gerne wieder zurückhüpfen. Dann seid ihr wieder in Limsalumensa. Aber dann wisst ihr, wo er rauskommt. Feine Sache. Mhm. So, und jetzt sind wir mal aus der City rausgehüpft. Rein kartentechnisch natürlich. Und dann sehen wir dann hier solche Siedlungsgeschichten, ja, wie den Kohlenstaubbahnhof. Da seht ihr, habt dann einen Händler, könnt verkaufen. Aber ihr habt auch dann eine Schokobo-Linie. Die könnt ihr ganz gut nutzen. Gerade am Anfang ist das, wenn man selber noch nicht sein Schokobo freigespielt hat, aber nicht alles per Pedes machen möchte, dann könnt ihr die Schokobo-Linie für wenig Gills eigentlich nutzen in Areale, die ihr schon erstmal erlaufen habt. Aber trotzdem, wenn ihr wieder hin müsst, dann könnt ihr schon mal da die Schokobo-Linie. Und das ist schon ein bisschen schneller und ist nicht teuer. Und hier oben seht ihr jetzt ein Symbol, das im Grunde einen Dungeon kennzeichnet, eine Instanz. Und was auch noch eine sehr coole Sache ist, ihr könnt direkt, in meinem Fall jetzt hier, das funktioniert aber auch mit der Hauptszenario-Quest, in meinem Fall jetzt zeige ich es euch mal mit der Job-Quest von meinem Schwarzmagier. Da seht ihr hier, Tanalan geht's weiter. Und ich kann dann auch noch mal hier weiter reinklicken und sehe, östliches Tanalan. Klick noch mal weiter rein. Hier ist meine Quest. Hier ist Camp Knochenbleiche. Da kann ich jetzt hinhüpfen, um direkt meine Quest anzugehen. Das ist der teure Weg. Oder ihr macht euch dann mit eurem Mount oder Perpetus auf die Socken. Je nach Gillbeutel, würde ich mal sagen. Genau, also das könnt ihr einfach, also da müsst ihr gar nicht irgendwie groß in die Map rein, sondern ihr geht einfach hier auf eure Quest drauf und tschakka, weiter und immer weiter reinklicken und dann wisst ihr es. Und dann könnt ihr entweder über die Ätheriten springen und die Gil investieren oder euch einen Weg dorthin überlegen, wie ihr günstig hinkommt. Genauso funktioniert es eigentlich, wenn ihr über euer Questlog, also über euer Archiv geht. Ihr geht einfach auf die Quest, die ihr gerade weiterverfolgen wollt, klickt da rein, dann geht die Quest auf der rechten Seite auf.
Und ihr könnt hier dann auf Karte drücken und dann seht ihr gleich, wo geht die Reise hin und das und dann euch immer mehr reinklicken und bis ihr dann den entsprechenden Ätheriten gefunden habt, an den ihr reisen könnt. Hier nochmal, also ihr könnt natürlich nicht an kleine Stadt Ätheriten springen, sondern ihr müsst dann den Hauptätheriten nehmen. Und schwuppdiwupp seid ihr dann wieder eurer Quest auf der Spur. Das funktioniert übrigens auch mit eurer Questübersicht hier am Rand, die die meisten von euch wahrscheinlich noch haben, indem ihr einfach hier drauf drückt. Also ihr müsst noch nicht mal direkt ins Archiv rein, sondern ihr braucht einfach nur hier in eurem Side-Journal dann die entsprechende Quest, die euch interessiert, anklicken und schon geht's auf und weiter geht die Luzi. Toll, gell? Ist einfach gut gemacht und eigentlich gar nicht schwierig. Am Anfang fand ich die Map auch irgendwie super unübersichtlich, ja, und das kam aber auch ein bisschen damit, weil so viele dann gesagt haben, die wäre so unübersichtlich und ich habe es dann irgendwie so nachgesappelt, aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht. Wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt und das ist eigentlich mit allen Dingen so und es ist nun mal unheimlich viel Stuff, was hier mit reinfließt. Man muss sich damit mal auseinandersetzen und dann ist es eigentlich relativ cool aufgebaut und gar nicht so wirr. Also ich finde es gut, gemacht und vor allem auch mit diesen Verknüpfungen, dass man gar nicht groß irgendwas aufmachen muss, sondern direkt dann halt in seine Quest dann reinklickt und weiterklickt und dann eigentlich relativ schnell den Weg aufgezeigt bekommt, den man nehmen muss, wo es weitergeht. Jo, ja, das war die Map. Und ich hoffe, sie kommt euch jetzt nicht mehr ganz so vertrackt vor und es hat euch ja ein bisschen geholfen. Na, habt ihr jetzt den vollen Durchblick? Das ist schön. Ja, und ich habe jetzt auch mir ein Ründchen ausgesucht und das werde ich hier, darf ich vorstellen, mit meiner kleinen, aber geliebten Suki machen, meinem Moped. Wetter passt noch, hat ja heute so ein bisschen getroppelt, aber ich glaube, das hält. Ich werde es noch ein schönes Feierabendründchen drehen. Also, bleibt wie ihr seid, passt auf euch auf. Channe, Pfiati, Baba, alles Liebe, eure Auri. Ciao, ciao.